Und damit herzlich willkommen zur nächsten Map des Community-Contents. Diesmal wieder eine Map von Damian das Gnu. Und zwar die Stadt der drehenden Munze. Ne, nicht Münze, sondern ist die Frage, liegt es daran, dass man die Umlaute quasi nicht schreiben... Ah doch, bei Titeln geht's eigentlich. Dann ist, glaube ich, Munze gewollt. Und hier wurde mir stark empfohlen, sie auf Normal zu spielen, weil das die Schwierigkeitsgrad ist, wie die Karte gebalanced ist. Und wie es gedacht ist. Vom Erschaffer. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, was uns erwartet und lesen uns die Karte. Wisst ihr was? Wir lesen die Beschreibung mal hier, weil hier haben wir noch die Hintergrundmusik. Ansonsten haben wir die ja nicht. Als Herzog Beauregard die Pest in die Länder seiner Feinde entfesselte, saht ihr euch als eigentlich neutrale Kriegspartei dazu gezwungen, den Konflikt beizutreten. Kein Heiler oder Alchemist der restlichen Länder ist in der Lage, die Pest in den Griff zu kriegen. Herzog Beauregard hat den einzelnen Alchemisten gefangen genommen, den einzigen Alchemisten gefangen genommen, der ein Heilmittel finden konnte und hält ihn finden könnte. Das ist wichtig, die Betonung. Und hält ihn in der Stadt der drehenden Münze, doch Münze, gefangen. Eure Aufgabe ist es, mit einer kleinen Truppe durch die chaotische Unterstadt Agirot und dann durch die strahlende Oberstadt Parangelia in das Verlies zu gelangen, um den Alchemisten zu befreien. Auch wenn ihr von Beauregard und den anderen Kriegsparteien nur wenig haltet, so ist es eure Pflicht, die Bevölkerung der anderen Länder von der Pest zu befreien. Okay. Könnt ihr mir vielleicht irgendwer diese Pestbeule vom Hals schaffen? Tötet den Wolf. Ja gut, so kann man es natürlich machen. Sind nicht Ratten die Träger der Pest und nicht die Wölfe? Gut, Ratten haben sie gebracht, Flöhe haben es verbreitet. So rum war's. Eine Botschaft der Schlange. Was wollt ihr noch immer hier? Wollt ihr meine Holy Pläne ruinieren? Bim Bam. Ja, das ist ein bisschen was. Guckt euch an, das ist... Das ist eine Stadt, würde ich sagen. Ich wüsste nicht mal, welchen Winkel ich hier nehme. Alles irgendwie cool. So kann man es eigentlich machen. Hey, ich suche nur ein schönes Thumbnail, ne? Wäre doll. Oder so irgendwie. Dass man das mehr noch so leicht sieht. Auf jeden Fall sehen wir eine ganze Menge. Guck mal. Banditen treiben in der Nähe der Burg ihr Unwesen, euer Lordschaft. Lasst mich halt erstmal gucken, Leute. Da haben wir eine mega fette, dicke Mauer überall. Da haben wir Hunde mit Kohlepfannen, noch Leute. Also der Detailreichtum ist äußerst detailreich. Mein Urteil. Testurteil Utwin. Der Detailreichtum ist äußerst detailreich. 8 von 10. Not enough water. Was, 7 oder 6 von 10 not enough water? Ihr kennt das Meme bestimmt. Obwohl, hier gibt es genug Wasser. Jetzt hab ich gesagt, nee, too much water war das. Too much water. 6 of 10, too much water. Einer verdreht. Na, hier kann man eigentlich erstmal sagen, not enough water und da hinten too much water. Da haben wir einen Bocki, da haben wir Verliese, da haben wir noch viel mehr von der Burg. Da hinten geht die noch übelst. Uiuiuiui. Der eine Schwerti, der so melancholisch aufs Meer hinausschaut, der sich auch denkt, was zur Hölle mache ich eigentlich hier? Kirche, das Zeug. Ja, hier gibt es ein bisschen was, habe ich gehört. Ein mega fettes Vorratslager. Beziehungsweise, das Vorratslager ist mitten in diesen Mauern drin, deswegen sieht man es nur schwer, aber das sind eigentlich bloß diese Platten hier. Da. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Und neben dieser ganzen Megastadt, die wir haben, warum wir auch immer einen Tanzbär mit Fohle... Okay, ich glaube, das ist einfach, um ihn in Schach zu halten, den Bären. Da haben wir einen Belagerungsturm, da haben wir noch Zeug. Überall Zeug. Da haben wir noch komische Türme, die eigentlich nicht sehr viel bringen, außer gut auszusehen. Okay, die Truppen können trotzdem drauf, klar, aber so rein theoretisch, wenn hier keine Durchgänge oder Treppen sind oder sonst was. Wo sind meine Leute überhaupt? Habe ich überhaupt irgendwo Leute? Wo ist meine Hose?
Wir haben 4 Baumeister und einen Mönch. Damit lässt sich doch arbeiten. Wie können wir helfen? Ist es normal oder haben wir irgendwas verloren? Warte mal kurz. Eine Botschaft der Schlange. Nee. Dann hat sich das gedreht. Was wollt ihr noch immer hier? Wollt ihr meine Pläne ruinieren? Okay, jetzt ein Mönch, 2 Baumeister. Das ist also mit Puzzle-Mission gemeint, ja? Ich habe gehört, das ist eine Puzzle-Mission. Wir haben angeblich aber noch mehr. Für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister. Irgendwo eine Balliste. Schwierigkeitsgrad normal haben wir aber ausgewählt, ne? Banditen treiben in der Nähe der Burg ihr Unwesen. Na gut, ich glaube, das ist extra auf die 2 gemünzt. Und wo kommen die Banditen? Ich hätte gern, dass die mir helfen auf irgendeine Art und Weise. Ja gut, ja gut. Was soll konstruiert werden? Die Frage ist, sind die Gegner auf aggressiv gestellt? Ein unmögliches Ziel. Nächste Frage ist, wohin will ich überhaupt? Wer will ich überhaupt? Nee, da komme ich nicht lang. Es sei denn, wir knoppen uns mit den Mönch durch. Oder wir gehen den Weg. Auf dem Weg. Hi, du. Ein unmögliches Ziel. Der ist ziemlich schnell für ein Schwerti. Was geht denn mit dem? Ich habe echt das Gefühl, die sind in Stronghold 1 schneller, die Schwertis. Guckt euch das mal an. Die sind echt schneller als in Stronghold Crusader. Das kannst du mich. Ich habe sowieso schon immer das Gefühl gehabt, dass die Schwertis in Stronghold 1 irgendwie stärker sind als in Crusader. Entweder liegt es an der Geschwindigkeit, die verändert wurde. Oder die halten mehr aus. Na, ich glaube, beim Aushalten liegt es nicht mehr. Ich glaube, es ist wirklich die Geschwindigkeit, die besser ist. Ja, guckt euch das an. Die sind echt flink für Schwertis. Wir machen uns auf. Hallo, Priester. Tut mir leid. Durchreise. Auf dem Weg. Durchreiseplan. Die können mich fast aktiv verfolgen. Guckt euch das mal an. Ziel ist notiert. Wir machen uns auf. Ja. Stadt der drehenden Mu. Stadt der drehenden Mu. Das ist die Stadt von der drehenden Kuh. Kuhroulette. Auf dem Weg. Ein Battle Muyal. Ziel ist notiert. Ja, Wir machen uns ja, okay, die Hunde sind jetzt gerade echt praktisch für mich, auch wenn die Schwertkämpfer mir ein bisschen auf den Sakkus Gewaltikus gehen. Auf den Weg. Holen wir mal ein paar mehr Hunde. Ziel ist notiert. Passiv. Wir machen uns auf. Auf den Und das Volk Weg. Geht vor die Hunde. Betrachtet meine Warnung. Shit, 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 shit. Dieser Schwerte geht mir auf die Eier. Der soll mal aufhören, mich zu belästigen hier. Wir machen uns auf. Wie schnell sind die denn? Ein unmögliches Ziel. Warum holt er mich noch fast ein? Ziel ist notiert. Ich geh zu den anderen Hunden. Ich hab die Schnauze voll. Was wünscht ihr? Das weiß ich selbst nicht. Wir machen uns oh yes. Ziel. Oh yes. Auf dem Weg. Wir brauchen mehr Hunde. Smithers. Auf den Weg. Oh 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 oh. Ziel ist notiert. La 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 la. Wir machen uns auf. Diese Schwertis nerven. Gut, sehr viele haben die Hunde jetzt leider nicht angerichtet, aber sie haben existiert. Ja, und hier? Werkzeug ist bereit. Ziel ist notiert. Wir machen uns auf. Hi, ich bin mal da. Ich weiß bloß nicht, wie viel ich davon habe. Auf dem Weg. Da zu sein. Ziel ist notiert. Den Belagerungsturm kann ich nicht besetzen, dafür brauche ich 4 Baumeister. Und lustigerweise... Ich müsste doch eigentlich... Übersehe ich irgendwo Baumeister oder hängt es mit am Schwierigkeitsgrad zusammen? Oder ist der Belagerungsturm nur eine Falle? Das Problem
Problem ist, ich werde vom Schwert verfolgt. Ich kann es nicht einfach weiterlaufen lassen. Schlaufen lassen. Gut, ich könnte mir selbst eine Treppe bauen, die wir schon mal mit dem Pikinier gemacht haben, wenn ihr euch erinnert. Aber das ist jetzt auch nicht das Lösungsrätsel. Hier könnten wir uns durchhauen, aber es bringt uns nicht viel. Da kommen wir nicht weit. Einzige Möglichkeit, da reinzukommen, wäre wirklich über den Belagerungsturm. Und dann können wir irgendwo eine Balliste nutzen, die höchstwahrscheinlich extra für uns platziert ist. Die ich jetzt auch gerne mal sehen würde, wenn ich nicht ständig von dem Schwertkämpfer gestalkt werden würde. Gebt uns eine Aufgabe. Ich kann den... Belagerungsgeräte bemannt. Ja, ja, ich glaube, ich muss eh... Nee, das funktioniert nicht. Wie können wir helfen, Euer Gnaden? Wir machen uns auf. Auf dem Weg. Ziel ist ja, ein wunderschöner Shit ist das hier gerade. Wir machen uns auf. Auf dem Weg. Lustigerweise, schön zu wissen, dass dieser Lanzenträger mich mal in Ruhe lässt. Ziel ist notiert. Mich würde es mal interessieren. Komm, wir gehen mal drauf. Haben wir dadurch verloren oder haben wir noch Truppen übrig? Eine Botschaft der Schlange. Ihr habt schon wieder. Ah, okay, wahrscheinlich. Vielleicht seid ihr der Aufgabe einfach nicht gewachsen. Ich glaube, ich verliere automatisch, wenn ich jetzt schon mal einen Baumeister verliere oder so, aber. Wir haben echt nicht mehr den einen Baumeister. Ist es vom Schwierigkeitsgrad vielleicht falsch? Und ich sollte auf leicht spielen, dass ich die 4 habe? Ah, nee, hier sind. Gebt uns eine Aufgabe. Die anderen beiden sind hier hinten, aber helfen. Die muss ich erstmal Nee, aber Moment mal, das sind doch die beiden Baumeister, die ich... Auf dem Weg. Das sind die beiden, die ich befreien muss, glaube ich. Euer Gnaden, was soll konstruiert werden? Wo ist die Balliste? Dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister. Kommen wir da irgendwie ran? Ich denke mal schon, wir müssen halt bloß irgendwie an den vorbei. Was wünscht ihr? Hier müssen wir sich erstmal wirklich lesen lernen. Also zu wissen, was wird hier von mir gewollt. Also ich muss diese beiden hier befreien, das ist klar. Aus dem Gefängnis. Beziehungsweise, das Ziel ist, tötet den Wolf. Und ich glaube, die Frage ist dies. Sind damit wirklich Wölfe gemeint? Weil oftmals steht da wirklich, tötet den Wolf und dann muss ich irgendwelche Wölfe ausrotten. Aber das hier ist die Schlange. Ich bin jetzt gerade auch ein bisschen verwirrt, was das Ziel der Mission angeht. Wenn da steht, tötet den Wolf und wir haben keinen Wolf, da ist meistens ein anderes Ziel, was reingeschrieben ist. Ich würde jetzt schon fast gerne im Skript mal gucken. Aber ich glaube, dann würde ich mich spoilern. Die Sache ist die, was bringen mir diese beiden Baumeister und der Priester hier unten? Weil ich an die Mauer herangeschafft habe ich es ja schon mal, aber was genau bringt mir das dann? Was will ich an dieser Mauer bitte machen, außer mich langsam durchzuklöppeln? Und hier durchzuklöppeln, das kann ein bisschen dauern. Viel Spaß. Ja, wir haben tatsächlich... Nee, manche haben wir nicht übrig. Unser Werkzeug ist bereit. Gebt uns eine Aufgabe. Einfach mal abchecken, ob ich irgendwo was übersehe. Ich meine, wir haben diese eine Balliste. Euer Gnaden. Dann gab es da feindliche Belagerungsgeräte. Also das, die zählen nicht zu unseren Truppen, wie jetzt dieser Belagerungsturm, den wir trotzdem besetzen können. Aber dafür bräuchte ich 2 Baumeister mehr. Und solange wir den nicht haben, können wir es eh vergessen, irgendwie auf diese Mauern zu kommen. Weil ich meine, ganz ehrlich, genau dieser Abschnitt hier unten, weil das ist ja quasi der Belagerungsturmschutz, nehme ich mal an. Dafür ist extra diese Stelle hier zerstört, dass man mit dem Belagerungsturm ranfahren kann. Das Problem ist bloß, ich kann den Turm ja nicht besetzen. Es sei denn, ich hole irgendwie diese 2 Baumeister vorher raus. Aber wie soll ich die vorher rausholen, ohne da irgendwie interveniert zu haben? Vielleicht gibt es irgendwo eine offensichtliche Lösung, die mir einfach nicht kommt. Irgendwelche Hunde auslösen können wir mit diesen Baumeistern nicht, ne? Was soll konstruiert werden? Ziel ist notiert. Irgendwas bauen können wir mit diesen Baumeistern auch nicht. Zum einen haben wir zu wenig Geld, zum anderen
könnte hier eh nichts errichten. Der einzige Weg nach draußen führt an den zwei Pikinieren vorbei. Könnten die uns töten? Könnten sie nicht. Wir machen uns auf. Könnte ich mit denen hier seitlich vorbei? Was wünscht ihr? Unser Werkzeug ist bereit. Ziel ist notiert. Ah, das ist, glaube ich, eine ultra knappe Geschichte, dass ich rauf könnte, um die Balliste zu besetzen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Knackpunkt. Aber die nächste Sache ist die, selbst wenn ich hier irgendwie mit der Balliste räumen könnte... Wie bringe ich diese zwei Baumeister runter, um den Belagerungstunnel zu besetzen? Und wenn ich die zwei Baumeister runterbringe, habe ich ja irgendwie das meiste geschafft. Es gibt keine Möglichkeit, die sind komplett stillstehend. Die kann ich nicht ablenken. In der Richtung ist es nicht wirklich unbedingt besser. Gut, hier steht ein Sturmbock rum. Ah! Tötet den Wolf, ich verstehe. Diese eine Einheit muss sterben. Und das ist der Fall. Ah, okay, nee. Das ist nicht der Apotheker, den wir befreien sollen, das sind einfach zusätzliche Baumeister. Der Apotheker, den wir befreien müssen, der befindet sich anscheinend in diesem Gefängnis und das ist unser Ziel, da müssen wir hin. Diesen einen negativen Lanzenträger müssen wir irgendwie erwischen. Dieses Tor sollten wir mit dem Sturmbock aufmachen, aber so leicht kommen wir da nicht hin. Einzige Frage ist bloß, wie kommen wir mit den zwei Baumeistern und dem einen Pikinier hier hoch? Zwei Baumeistern und dem einen Mönch. Belagerungsturm fällt flach. Vielleicht auf höherem Schwierigkeitsgrad können wir den benutzen. Gibt es eine alternative Route? Auf niedrigerem Schwierigkeitsgrad. Hierdurch können wir auch erst recht nicht. Hier können wir nicht, hier können wir nicht, hier können wir nicht. Hier könnten wir vielleicht ein bisschen aufklöppeln. Mit Glück werden wir in Ruhe gelassen. Dann könnten wir vielleicht irgendwie den Strand lang, da müssen wir diese eine Mauer klöppeln. Dann würde ich hier sein, aber hier ist dann eben Sackgasse. Es sei denn, ich mache hier das Tor auf. Mit dem Mönch könnte das ja zum Glück nicht Jahre dauern. Dann wäre ich zumindest hier drin. Könnte den gesamten Weg hier durch. Das könnte funktionieren. Das könnte eine Alternative darstellen, zu dem Belagerungsturm zu benutzen. Zumindest wäre das die Lösung, die mir jetzt spontan kommen würde. Obwohl. Halt, hier ist noch eine Treppe. Okay, ja gut, ja okay, dann ist es wahrscheinlich wirklich geplant, dass wir von da hinten reinkommen. Hier durchlaufen, weil hier sind auch zufälligerweise keine Gegner und keine Schützen. Das bedeutet, diese Route ist für uns relativ frei, solange hier nichts kommt, was irgendwie... Boah, man merkt echt, dass das Spiel schon ein bisschen Probleme hat mit der Performance, weil es so voll ist. Das heißt, wir müssen uns hier nicht durchkloppen. Wir können entweder diese Treppe nehmen oder die Treppe da hinten. Wenn wir hier durch sind, können dann entweder mit der Treppe der anderen dann hoch, sind dann in diesem Bereich. Können dann hier irgendwie hoch, müssen hier einmal außen rum. Und in der Zwischenzeit kann die Balliste feuern, würde ich sagen. Das sind noch Schilde. Einzige Überlegung ist, von außen gibt es keine Treppe, ne? Das wäre auch irgendwie schwachsinnig, wenn es eine Bogen Treppe nach außen hätte. Oh! Oh! Ja, die ist gut versteckt. Die ist gut versteckt. Hier gibt es tatsächlich vor dem Belagerungsturm noch eine weitere Treppe. Wenn sie funktioniert. Aber ich glaube, die sollte funktionieren. Wenn die funktioniert und ich hier vorsichtig das Stolz wegschlage, dann könnte das hinhauen. Das heißt, ich war schon mal auf dem richtigen Weg. Dann könnte ich da die Treppe hoch. Da müsste ich gar nicht. Aber der Weg außenrum hier, das hätte eigentlich auch funktioniert, ne? Hier so ein bisschen durchschlagen, dadurch, solange die nicht auf aggressiv gestellt sind, hätte das klappen können. Boah, ey, das ist. Da merkt man echt, dass Stormwalds ins Knie geht, ey. Was die Performance angeht. Das heißt, diese Treppe brauchen wir noch. Okay. Dann würde ich mal sagen. Eine Botschaft der Schlange. Ich hoffe, ich werde den in Ruhe gelassen erstmal noch. War
Oh, und plötzlich... Plötzlich ist das wieder flüssig. Kann sein, dass das Spiel immer unflüssiger läuft, je länger es ist. Wegen der Performance. Das ist ja Wahnsinn. Gebt uns eine Aufgabe. So, erstes, was ich versuchen würde, irgendwie die Baumeister hier durchschleusen. Wir machen uns auf dem Weg. Ziel ist notiert. Na, verdammt. Ganz knapp reicht's nicht. Immer geht einer eine ganz knapp drauf. Der Schlange. Ihr habt schon wieder ich würde in der Zwischenzeit verloren. Gerne... Vielleicht seid ihr der Aufgabe einfach nicht gewachsen. Ich würde in dieser Zwischenzeit gerne die Balliste besetzen Dieses und schon mal ein bisschen schießen. Banditen treiben in der Nähe der Burg ihr Unwesen, euer Lordschaft. Es sei denn natürlich, ich muss von außen die zerschießen. Ja gut, okay. Machen wir das anders. Eine Botschaft der Schlange. Was wollt ihr noch immer hier? Aber wartet mal, wenn wir das schon so machen können, dann können wir eigentlich die Stolz... drehende Mumu nehmen. Euer Gnaden. Unmögliches weiter Ziel. Vor dem Schwert hier wegrennen und weiter den Weg hier lang laufen. Auf dem Weg. Ziel ist notiert. Hier wird er die Hunde holen. Wir machen uns auf. Ich würde gerne auf sagen, die verschaffen Weg. Uns ein bisschen Zeit, aber das tun sie ja eigentlich nicht. Ziel ist notiert. Okay, sie lassen uns hier durchlaufen wir einfach, ne? Auf dem Weg. Ziel ist notiert. Wir machen uns auf dem Weg. Ziel ist notiert. Komm, Dickerchen, beeil dich ein bisschen. Der Speck geht nicht von alleine weg. Wir machen uns auf. Auf dem Weg. Ziel ist notiert. Lass die Hunde los. Auf dem Weg. Ziel ist notiert. Ein unmögliches Ziel. Wüff, wüff. Ein französischer Hund ist das. Barks in French. Auf dem wüff, Weg. Wüff. Ziel ist notiert. Ach Gott, dammit. Wir machen uns auf. Wie kann ich helfen? Wolfi, wollte ich schon sagen. Mensch, mach mal hier kaputt, bitte. Oh, du hast nicht mehr sehr viel Zeit. Du musst da hinten auch noch... Dieser eine Schwerte, die mich verfolgt, das ist extrem penetrant. Und ich wünschte, ich könnte die Wölfe auf ihn ziehen, aber es geht ja auch nicht so leicht. Ziel ist notiert. Wir machen uns auf. Kack. Auf dem Weg. Ziel ist notiert. Du Kaki. Wir machen uns auf. Auf dem Weg. Ziel ist notiert. Der Herr ist allgegenwärtig. Was wünscht ihr? Wieso habe ich so das Gefühl, dass das nicht so leicht ist? Wir können auf uns zählen. Unser Werk nee, ich muss mich hier durchschlagen. Aber wie soll ich das machen, wenn mich der Schwerti verfolgt? Ich glaube, wir machen das nochmal ganz von vorne. Eine Botschaft der Schlange. Was wollt ihr noch immer hier? Wollt ihr meine Pläne ruinieren? Wollt ihr in meine Pläne onanieren? Auf den so fragst, ne? Das ist, dieser eine Schwert, die verfolgt mich immer, oder? Kann das sein, dass das der ultimative Slenderman hier ist? Ich glaube, es gibt kaum eine Möglichkeit, den loszuwerden, oder? Der hat bloß die Richtung gewechselt. Was ist, wenn ich die ganzen Hunde mal träge? Sorry, Priester. Die läuft da durch, Reiter. Weil die Hunde machen ja leider die Pikiniere nicht fertig. Banditen treiben in der Nähe der Burg ihr Unwesen, euer Lordschaft. Und wo sind hier Banditen? Ja komm, das hat ja überhaupt nichts gebracht. Wie können wir helfen? Oder soll das ein Ablenkungsmanöver sein und wir sollten bis dahin schon da unten sein? Das glaube ich aber kaum. Ziel ist das glaube ich aber nicht, Freundchen. Wir machen uns auf. Auf dem Weg. Ja, eine Botschaft der Schlange. Ihr habt schon wieder verloren. Vielleicht seid ihr der Aufgabe einfach nicht gewachsen. Ziel ist notiert. Diese Würfel sind gar nicht mal so wenig und so schwach. Vielleicht kann ich hier tatsächlich den Schwertkämpfer reinbohren. Aber boah, das wird ein ziemlich heftiges Himmelfahrtskommando. Eine Botschaft der Schlange. Was wollt ihr noch immer hier? Wollt ihr meine Pläne? Aber Himmelfahrtskommando hört sich gut an, ich probier's mal. Wir machen uns auf. Auf dem Weg. Ziel ist notiert. Wir machen uns auf. Auf dem Weg. Wo kommt die Schwertis jetzt her? Ihr seid aber keine Stalker-Schwertis, oder? Ziel oh verdammt, ihr seid Stalker-Schwertis, oder? Banditen treiben in der Nähe der Burg ihr Unwesen, euer Lordschaft. Mann, dieses Rumgestalke macht mich fertig von denen. Auf dem Weg.
Ziel ist notiert. Oh nein, 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 nein. Auf dem Weg. Gott verdammt. Ziel ist notiert. Ein unmögliches Ziel. Wir machen uns. Jetzt funktioniert es auf einmal nicht mehr. Vorhin war das viel einfacher. Der Schlange. Ihr habt schon wieder verloren. Nee, die Idee mit den Wölfen ist zwar ganz nett. Der Schlange. Was wollt ihr noch? Wahrscheinlich mal hier. Wollt ihr meine Pläne ruinieren? Wie kam ich beim letzten Mal eigentlich hier durch? Ich glaube, ich bin da oben bei den Mumus lang. Auf den Weg. Ziel ist notiert. Ich glaube, ich habe gerade einen relativ wertvollen Tipp erhalten. Okay. Eine Botschaft der Schlange. Das macht's einfacher. Was wollt ihr noch immer hier? Wollt ihr meine Pläne ruinieren? Ich habe eben gehört, dass der Schwertkämpfer mit auf Gott. Den... Ja, dass der Schwertkämpfer mit Gott ist. Der Schwertkämpfer ist auf den Mönch fokussiert. Dementsprechend muss nur der Mönch gesteuert werden zu Anfang der Mission. Der Rest ist sehr... Eine Botschaft der Schlange. Ihr habt schon wieder verloren. Vielleicht seid ihr der Aufgabe einfach nicht gewachsen. Hat ja wunderbar funktioniert, würde ich sagen. Vielleicht war ich einfach zu nah. Eine Botschaft der Schlange. Was wollt ihr noch immer hier? Wollt ihr meine Pläne ruinieren? Gucken wir nochmal. Mönch? Lecker? Na, das sieht mir schon eher nach was aus. Sehr wohl. Das sieht mir sehr wohl nach was aus. Mit Gott. Gehen wir, Brüder. Sehr wohl. Und jetzt triggern sich nicht mal die Hunde. Gehen wir, Brüder. Was ein Shit. Sehr wohl. Mit Gott. Das allergrößte Problem ist aber, Banditen treiben in der Nähe. Der Mönch ist ja der Einzige, der den Lanzenträger besiegen kann am Ende. Gehen wir, Brüder. Das heißt, der muss überleben. Ich kann ihn nicht mal als Lockvogel oder so einsetzen. Und wie zur Hölle soll ich mit dem jetzt die Treppe aufschlagen. Mit Gott. Gehen wir, Brüder. Sehr wohl. Dadurch, dass ich von den Schwertkämpfern gestalkt werde, kann ich nicht mal großartig mehr Zeit nehmen. Ich habe das Gefühl, dass diese Lanzenträger aggressiv eingestellt sind, ne? Sehr wohl. Hör ich da aggressiv? Mit Gott. Die Wege des Anabalas sind. Was ist denn mit dem? Hey! Boah, wie so ein angezapftes Tampon, ey. Meine Güte, lass mich in Ruhe. Wie zur Hölle bist du so aggressiv? Was ist in deinem Leben schiefgelaufen? Lass mich. Such dir einen anderen Stecher. Die Hunde kommen nicht. Ich möchte meine Baumeister wieder haben. Die haben wenigstens die Hunde ausgelöst. Was zur Hölle geht denn mit dem? Der lässt mich auch nicht in Ruhe, ne? Das kannst du echt knicken, dass der irgendwie ablässt. Ansonsten würde es gut aussehen, hätte ich nicht diese eine blöde Wespe da mehr dran kleben. Gehen wir, Brüder. Sehr wohl. Mit Gott. Gott, ist das eine Plage. Nur der Herr kennt den Weg. Gehen wir, Brüder. Frag mich, wie ich auf angezapftes Tampon gekommen bin. Ich verstehe es auch nicht. Ich bin einfach erkocht. Da komme ich aber nicht durch. Shit. Ich darf hier oben nicht durch. Es sei denn, ich schlage mich durch. Aber durchschlagen kann ich mich nicht, weil das vom Timing. Aber da könnte ich durch. Okay, so langsam habe ich ein bisschen den Bogen raus. Das Problem ist, ich habe nicht sehr viel Zeit zu überlegen. Und wenn mich dieser Sack einfach nicht aufhört zu verfolgen, das macht es nicht wirklich besser. Sehr wohl. Mit Gott. Ey, meine Güte, als hätte ich so ein fettes Stück Schinken in meiner hinteren Hosentasche. Und der Typ ist irgendwie kurz vorm Verhungern. Gehen wir, Brüder. Gut, ich meine, der Typ sieht aus wie ein wandelndes Stück Schinken, ja, aber das zählt eigentlich nicht. Nur der Herr. Ich komme eigentlich nur hier oben durch, ne? Sehr wohl. Aber jetzt habe ich endlich mal die Schwertkämpfer vom Arsch. Meine Baumeister leben noch, oder? Ja. Jetzt habe ich die Schwertkämpfer vom Arsch, aber jetzt habe ich diese Zecke da dran. Mit Gott. Der lässt mich ja nicht einfach nicht in Ruhe. Kriege ich vielleicht dazu, das Blagmusket anzugreifen? Der ist bestimmt von den Gelben. Ich greife das Ding. Aber jetzt habe ich auch noch die. Gehen wir, Brüder. Nur der Herr kennt den. Ach Gott, dammit! Mit Gott. Jetzt habe ich die aber dran. Gehen wir, Brüder.
Sehr wohl. Ich hätte eigentlich da hochgehen sollen und das aufschlagen sollen. Mit Gott, gehen wir, Brüder. Mann! Sehr wohl. Mit Gott. Nur der Herr. Okay, versuchen wir das nochmal. Grundsätzlich war es noch nicht schlecht. Was wollt ihr noch immer hier? Wollt ihr meine Pläne ruinieren? Wie aggro die Sackgesichter plötzlich alle werden, ey. Sehr wohl. Mit Gott. Gehen wir. Einfach ultimatives Triggering. Ja, jetzt bin ich bei den Humus vorbei. Ja, da haben wir wieder ein paar tollwütige Schwertkämpfer. Alles klar, tobt euch aus. Aber besser als tollwütige Lanzenträger, weil die sind ein Stück zu schnell für meinen Geschmack. Mit Gott. Banditen treiben. Oh nein, Schmiede können zuhauen. Au, 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 au. Gehen wir, Brüder. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Sehr wohl. Nur der Herr kennt den Weg. Mit Gott. So, ich hoffe, ich bin noch richtig. Ich denke mal. Gehen wir, Brüder. Irgendwann kenne ich das auswendig. Sehr wohl. Aber ich glaube, bis dahin ist noch ein weiter Weg. Mit Gott. Mit Gott ist das ein weiter Weg, ja. Von mir aus. Gehen wir, Brüder. Sehr wohl. Nein, 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 nein. Kein Spießer, bitte. Der Herr kennt den Weg. Gehen den wir, Weg da unten. Sehr wohl. Ich habe schon wieder. Jetzt habe ich aber wieder so ein Schwert, die ewig nah an mir dran. Gehen wir, Brüder. Da unten lang, das ist wunderbar, da wollte ich ja lang, aber das Schwert ist mir viel zu nah auf dem Pelz. Das schaffe ich nicht rechtzeitig. Ja, warum habe ich jetzt den Schwert, den letztes Mal hatte ich den Lanzenträger? Warum habe ich immer irgendjemanden an mir dran? Sehr wohl. Mit Gott gehen wir, Brüder. Oh, der hat abgelassen. Yes! Und speichern. Sehr wohl. Mit Gott. Jetzt schön weit außen rum, dass hier oben keiner triggert, dann schön darüber, dass hier niemand triggert. Dann dahin, dann hier aufmachen. Knabber, 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 knabber. Alles Paletti hier. Scheint so. Holy! Und speichern. Wir stehen zu euch. Dann mach mal schön auf. Guck mal, ob wir die Mission fertig bekommen, bevor die Performance komplett in den Keller geht, weil irgendwie habe ich so das Gefühl, je länger die läuft, desto mehr geht alles kaputt. Nein, 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 nein! Auf den Millimeter. Ist es echt ein Triggerradius auf den Millimeter? Ich glaube, der ist absichtlich so schwach auch noch, ne? Nur der Herr kennt den Weg. Knabber, 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 knabber. Gib mir meinen Stock, Gott. Vergib mir, mein Freund. Ja, dafür würde ich es trotzdem verhindern, den zu. Sind die Banditen echt dafür da, den einen Pikinier, der jetzt zu mir kommt, so weit in den Weich zu schlagen? Also, wenn, dann ist diese Mission ja übelst durchgeplant. Knabber, 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 knabber. Der Herr ist allgegenwärtig. Koren, Koren, Knabe. Koren, Koren. Nein, nein, nein. Warum geht er darüber, um dazu. Nur der Herr kennt den Weg. Mann. Ich möchte nicht so unbedingt Lebenspunkte vom Wolf, vom Mönch. Ja, obwohl, jetzt triggert aber der Nächste, ja, das ist auch wieder Kacke. Und laden. Ihr könnt auf uns zählen. Gott sei mit Ihnen. Könnte ein bisschen dauern, bis der Turm kaputt ist, aber das wäre die sicherere Lösung, weil da kann ich mich wenigstens ein bisschen da hinten lang knabbern. Knabber, 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 knabber. Der Turm war schon immer weg, Leute. Das merkt niemand. Das müssen wir halt mal gucken. Wenn wir dann da oben sind. Das ist ja erstmal der Anfang vom Ende. Wenn wir dann da oben sind, geht es ja der ganze Spaß weiter. Alter Falter, wie soll ich denn da durch? Lasst euch nicht stören, dass der Turm einfach umfällt, Leute. Alles gut.
kommen wir von hier aus da irgendwie runter? Nicht so einfach, glaube ich. Da müsste das Timing fast perfekt sein. Das Tor kriegen wir so leicht nicht auf. Ich möchte irgendwie dorthin, wo die Balliste ist. Und mit der Balliste können wir dann ein paar Sachen wegschießen. Zumindest hier diese Pikiniere, die hier sind, um diese Baumeister zu befreien. Mal gucken, wie viel noch. Und dann müssen wir zum Rambock irgendwie. Ich glaube, bei den Schilden... Ich glaube, da müssen wir nicht unbedingt vorbeischauen, ne? Das ist optional. Das hier haben wir nochmal Hunde. Das ist mal was anderes. Mann! Das ist halt ziemlich langwierig. Erstmal die Gedankengänge. Die Gedankengänge des Kartenerstellers nachzuvollziehen. Weil ich nehme mal an, dass diese Map einen vorgegebenen... Na, eine vorgegebene Reihenfolge hat. Wie man sie angehen soll. Also ziemlich eine strikt vorgegebene Reihenfolge. Und die muss man erstmal rausfinden. Was waren die Gedanken des Autors? Die Gedanken des Autos. Möp, möp. So, ist der Turm dann bald mal weg, hä? Weh, du machst dann die Treppe kaputt, ich schwöre. Du kriegst deinen eigenen Stock wieder ins Gesicht. Wir stehen zu euch. Und was bei dir steht, will ich gar nicht wissen. Ich will auch nicht sehen, womit du gerade die Mauer kaputt machst. Yes! Na also. Komm, machen wir mal einen Dreier. Und speichern. Die schwarzen Mönche sind bereit. Yes! Irgendwann, wie wisst ihr, so in Geschichtsunterricht oder vor allem im Deutsch, nee, vor allem im Deutschunterricht, muss man immer wieder Textstellen analysieren. Vielleicht auch von irgendwelchen Leuten, die damals mal was geschrieben haben. Und dann war es immer, was waren die Gedanken des Autors? Was wollte er damit bewirken? Ja, irgendwann wird diese Stronghold-Mission wahrscheinlich analysiert. Und irgendwann kommt raus, dass einfach nur ein riesiger Hass auf die gesamte Welt bestand. Und er wollte einfach nur die Welt brennen sehen. Allgemein muss ich echt mal... Meine Intention. Ich muss einfach einen übelsten Scheiß machen. Und speichern. Und dann irgendwie mit der Intention kommen, keine Ahnung. Er wollte eine Welt voller Penisse bauen oder so. Ja, mein Freund. So. Gehen wir, Brüder. Sehr wohl. Mit Gott. Eine äußerst gute Intention. Die kann man so stehen lassen, ne? Euer Gnaden. Und speichern. Gut, ohne was zu triggern. Was nice. Konstruiert werden? Die Feministinnen sind noch alle auf ihren Plätzen. Unmögliches Ziel. Wir machen uns auf. Noch. Eine Botschaft der Schlange. Ihr habt schon wieder verloren. Vielleicht seid ihr der Aufgabe einfach nicht gewachsen. Oh nö, jetzt sind sie wieder getriggert. Ihr könnt mich doch sowas von mal, ey. Und laden. Warum? Lasst mich in Ruhe. Okay, hier. Und laden. Guck mal, da mache ich jetzt wieder auf, frisch. Der Herr ist allgegenwärtig. Dann gehe ich ganz weit nach oben, dass da bloß niemand auf die falsche Idee kommt. Gehen wir, Brüder. Und da ein süßes Mönchlein sieht, das gerne vernascht werden will. Sehr gut. Haben wir es jetzt. Und speichern. Okay, sehr gut. Jetzt holen wir die Baumeister. Nee, die Schlange funkt mir wieder dazwischen, ey. Ziel ist notiert. Kommt die Nachricht der Schlange. Und dann bläst die Schlange in die Luftschlange. Party! Auf dem Weg. Ja, ihr wieder. Es ist Ziel ganz ist klar, notiert. Dass ihr wieder kommen müsst. Aber wir wisst ihr was? Ihr könnt mich auf. Mal. Ich gehe einfach. Tschüss. Ich bin mit denen viel, viel schneller als mit dem Mönch. Das ist übel, wie flink die sind. Okay, das liegt doch daran, dass die Spielgeschwindigkeit ist 90. Ich hab, upsie. Das war gerade, boah, ja, so viel schneller als der Mönch. Hier, bei den Baumeistern triggern die volle Kanne, die Wölfe. Ziel ist notiert. Wir machen uns auf. Jetzt nicht die Spitzhacke über den Kopf kriegen, Junge. Die Diamond Pickaxe. Aber ich merke schon, ich muss nur weit genug von den Schwertis weg, dann lassen sie mich in Ruhe.
Ziel ist notiert. Wenn sonst nichts ist, ne? Wir machen uns auf. Auf dem Weg. Ziel ist notiert. Wir machen uns auf. Auf dem Weg. Ziel ist notiert. Ein unmögliches Ziel. Das sieht mir doch nach was aus. Wir machen uns auf. Ich weiß, es ist eine der allgemeinsten Aussagen, die man überhaupt treffen kann. Aber das sieht schon mal nach was aus. Was wollte der jetzt? Der soll mir bloß keine Schreckanfälle hier geben. Okay, wir haben das geschafft. Wisst ihr was? Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, den wir mal sagen können. An der Stelle bedanke ich mich mal fürs Zusehen. Und wir sehen uns hier bei der nächsten Folge, denn wir haben noch ein bisschen was vor uns und die Mission könnte noch ein bisschen dauern, ne? Alles klar, vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge.